Denn wollen wir mal schauen. Chipwerk Hannover, wir kommen. So, wische ich schon mal fest. So haben wir das auch. Mittig halten, okay. Oh, war ja. Alles klar. Okay. Ups, nehmen wir so einen Kauf. Ein Kreuzfahrtschiff. Sehr geil. Sehr geil. Ich habe irgendwie an ein Spiel gedacht. Und ich war mir nicht mehr sicher, wie es hieß. Und ich glaube, es war Hoffen Simulator. Da ich gerade kurz irgendwie angedacht habe, ja, wäre doch cool, wenn man da irgendwie auch zum Kreuzfahrtschiff dann irgendwie Nahrung hinliefert. Moment, 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 Moment. Wenn der Bot jetzt doch gerade wieder da ist, dann kann ich doch testen, ob der Bot wirklich wieder da ist. Genau. Anzahl der Nachrichten eine. Das ist die von dem Bot, weil er vorher nicht da war. Hauptsache, wir kommen wieder sicher dort an. 414.000. Haben wir knapp die. Sind wir sogar knapp unter der 50.000. Kann das sein? Okay. Habe ich so mit.
Man kann den Motor also auch abwürgen. Und durch Schnell durchfahren. Oh, und der Ball ist wieder weg. Läuft bei ihm. Heute ist nicht der Tag vom Wisswort. Weißbad. Gehen wir auf 80. Also aus dem Dreh. Okay, wir sind doch wieder schon mal nachts gefahren. 21 Uhr. Oh, eieiei. Schock meines Lebens bekommen. Oh Gott, die Steuerung. Oh Gott. Michael, vielen, vielen Dank für ein Follow. Herzlich willkommen. Oh, die Schrift. Herzlich willkommen im Rudel. Du bist jetzt ein Teil vom Rudel. Boah. Oh. Das kam out of nowhere. Puh. Ein bisschen schneller von. Warum sind wir doch einmal im 12. Gang? Beim letzten Mal waren wir doch nur im 11. und nicht im 12. Ja. Fahren wir zumindest auch mal die Gänge ein bisschen aus. Oh nein, ich wollte sicher was vergessen. Diese dreckige Kacke. Soundeffekt. Kein Sound. Bye bye Equalizer. RIP-Aufnahme. Und jetzt RIP-Ohren, definitiv. Oh, das klingt so blöd. Verkackte Aufnahme-Session. An so vieles gedacht und an zwei Sachen auf alle Fälle nicht. Aber mit dem E-Credit ist auch echt nervig. Aber gut, ist halt so, ne? Wenn man einen guten Sound einstellt, dann gilt das halt nur nicht. Hä?
Warum heißt denn der jetzt Hypebot? Was ist denn falsch mit dem? Muss ich nicht verstehen. Gott, hör doch irgendwann auf zu laggen. Ist doch anstrengend. Der hieß doch. Och, ist mir auch egal. Soll er heißen, wie er will. Ich wollte mal Zeit gehabt, um nachzugucken, ob man einen Botnamen ändern kann. Naja. Wo fahren wir denn nach Hannover, ne? Sind wir. Wir sind nicht bei Hamburg. Wir fahren wahrscheinlich wieder durch den Elbtunnel. Ich kann mich im besten Willen nicht daran erinnern, nachts hier durchzufahren zu sein. Also, in-game. Obwohl, vielleicht schon, weil so richtig dunkel wird es ja dann auch wieder nicht. Ist ja noch taghell, also in Anführungszeichen. Also, selbst wenn es komplett bewölkt wäre, wäre es halt noch hell. Es wäre halt nur wirklich nachtdunkel, wenn jetzt Regenwolken am Himmel wären. So, wir sind zumindest schon mal in Hamburg. Heißt, es geht gleich in den Elbtunnel. Diesmal von der anderen Seite. Und danach sind wir auch schon so gut wie in Hannover. Man könnte ja auch mal blinken. Hallo Hamburg, es laggt. Sei doch nicht ressourcenfressend. Alter, what the fuck. Boah. Hamburg ist halt doch schon groß. Gebaut. Linkskurve. Das war nicht gewollt. Und Gummi. Oh, nee, nicht Gummi. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Holla die Waldfee. Das ist ja schon nicht mehr angenehm. Schon ganz und gar nicht mehr angenehm. Das kann man sich wirklich gar nicht mehr geben. Und dass es auch so zunimmt an mit den Lex. Leitet mich dann doch schon mehr dahin, dass dann demnächst wirklich dann Trick hier nach zu beenden. Ah, wir können ja hier bleiben. Wir sind aus Hamburg raus, Mensch. Hier sind nur Birken, sonst nix. Meine Güte.
Los, fahr schneller. Ich muss gleich Spurwechsel machen. Die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Aber wenn es nicht gerade mal gerade nicht leckt, dann kommt man doch schon klar. Ja, doch, ich bin schon nachts gefahren. Es ist einfach nur viel zu lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Halt seit dem letzten Mal, wo ich das letzte Video hochgeladen habe. Also dürfte das so 3 Monate her sein oder so. Oder ja, kommt glaube ich hin. Oder 2. Plus, minus auf alle Fälle. Ja, plus. Das hat echt was Beruhigendes. Abgesehen davon, dass mein Nacken jetzt krass wehtut. Vom ganzen Sitzen und angestrengt konzentrieren. Ich wäre gespannt, was das Update bringt. Also, was dann kommt. Also, wenn das Update rauskommt, dann würde es spätestens den nächsten On-the-Road-Stream geben. On-the-Road-Stream geben. Ja, war richtig. Vielleicht sogar früher. Mal schauen. Vermutlich aber eher nicht. Ich habe mir gefragt, was für Einstellungen ich überhaupt habe. Ob ich auch eine Einstellung gehen könnte, aber ich weiß es nicht. Das ist halt immer so, stockt ab und zu. Gut, hier sind halt viele Bäume gewesen. Da ist es dann klar, dass es ein bisschen mehr zieht, aber
Nehmen wir es mal so hin. Kommen wir jetzt zum Rasthof. Hannover dürfte nicht mal allzu weit sein. Tank ist noch zu... Boah, jetzt müsste ich lügen. So rund drei Viertel voll. Boah, mehr als drei Viertel sogar. Ja, drei Viertel. Das weiß ich nicht. Bisschen mehr, bisschen weniger sogar. Fast noch die Hälfte des Tanks drin. Kommen wir auf alle Fälle damit aus, kann man damit fahren. Kann man fahren, wenn der Tank wenn der Tank dann in den roten Bereich geht, dann tanken wir. Ich sehe schon kommen, dann gibt es das Update und dann saugt der extrem viel. An Diesel. Wir sind gerade mal erst bei Bremen. Haben wir sie doch noch weiter, als ich dachte. Ja gut, dann haben wir noch ein kleines Stückchen vor uns. Ich glaube, der Schuh ist wirklich abgesessen. Wie auch immer man es nennen will. Oh. Okay, alles klar. Da konnten sie sich auch nicht entscheiden. Bleibt drei Spur, ich bleibe auf rechter Spur. Das heißt, bleibt drei Spur, es wird drei Spur. Mir ist vier Spur. Okay. Es bleibt doch, wird doch dreispurig. Ne, es ist wieder. Hä? Auf dem Schild streng ist aber immer noch vierspurig. Scheint das falsche Schild da. Vielleicht soll ich doch häufiger mal in rechten Spiegel gucken. Also, ich es bis jetzt zu. Das könnte vorteilhaft sein. Sollte ich mich dran gewöhnen, falls das wirklich, was ich vermute, Strafen für sowas gibt. Also die arbeiten ja noch am Economic System
Stage 2, glaube ich. Warum muss das auch wieder laggen? Das macht das Ganze unkontrollierbar. Aber so richtig unkontrollierbar. Das ist echt ein Spiel, wo ich mich sehr wenig aus eigenständige Reden konzentrieren kann. Da muss man wirklich, zumindest muss ich wirklich in ein Gespräch, ja, in irgendeiner Weise in ein boah, leck das, leck doch einfach noch mehr. In irgendeiner Weise in ein Gespräch verwickelt werden, dass ich dann wirklich von mir gebe. So, wir sollten jetzt. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind bald da. Nächsten müssen wir rechts runter. Vermute ich mal. Was für ein. Ja. Wenn die schon sowieso da fahren, dann werde ich wohl fahren können.
Solange nichts von hinten kommt, halten wir nächste mit unserem gemütlichen Innerortstempo auf. Und wir sind in Hannover. Wunderbar. Hannover, wir sind da. Zum Glück habe ich mir mit diesem Stream, was das Cutten betrifft, nicht so viel Arbeit gemacht wie mit ETS2 und ATS. Vor allem mit ATS. Natürlich. Wir wollen noch nicht los. Wir haben ja schon fast ein bisschen alleine machen, haben wir ja noch viel Arbeit vor sich. Aber ich bin neugierig auf das Update, was kommt. Denn es soll auf alle Fälle einen Supermarkt geben. Zum Beliefern. Das steht schon mal fest. Was da noch so war, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache von denen, die kommen wird. Sehr schön, und wir haben jetzt 50.000 drin. Ups. Theoretisch gesehen könnte ich mir den Giga alleine holen. Und das werde ich wahrscheinlich sogar, was heißt wahrscheinlich sogar machen, das werde ich jetzt einfach mal machen. Und dann können wir beim nächsten Mal, da haben wir sogar noch was im Petto. Haben wir sogar was im Petto, und dann können wir beim nächsten Mal, spätestens, ich vermute mal einfach so in 2 Wochen, am Wochenende. Okay. Er lädt. Er ist am. Okay, am Laden. Mit dem Gierleiner fahren. Vielleicht ist das Update dann ja schon draußen. Vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Fest steht, es wird fucking lang.
Und was die Logistikaufträge betrifft. Aus Bremen, zumindest so wie es aktuell aussieht. Scheint es mir nicht so wirklich so was an Fläche reinpassen würde, an Volumen was reinpasst, scheint es keinen wirklichen Einfluss zu haben auf die auf den Verdienst. Aber das ist ja nicht so wild. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich schaue mich euch dann beim nächsten Stream und in der nächsten Folge wieder.